Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Heilpflanzen A bis Z. Heute schauen wir uns mal die Linde genauer an. Die Linde ist ein Baum mit vielen Sagen, Mythen und Legenden. Sie hat eine hohe Bedeutung in unserem Brauchtum und wir können sie auch auf vielfältige Weise nutzen. Die Lindenblüten werden schon seit jeher wegen ihrer heilsamen Wirkung und wegen ihres guten Geschmacks als Tee benutzt. Schon bei den Römern war der Lindenblütenhonig wichtig. Damals war Honig die einzige Art von Zucker und so wurden die Linden während der Blütezeit sogar von Soldaten beschützt. Die Linde gilt in unserer Kultur als Symbolbaum für Heimat. So ist sie auch heute noch ganz oft ja auf Wappen als Symbolik in Logos enthalten, die Linde. Das Wort Lind heißt so viel wie weich, aber auch sanft oder mild. Weich spricht auch für das Holz, was sich richtig gut als Schnitzholz eignet. Auch viele Altäre und Heiligenfiguren sind aus Lindenholz gefertigt. Die Linde kann aber auch Linderung verschaffen, im Sinne von Wohlergehen und Erleichterung. Lindenbäume wurden recht häufig in die Ortsmitte gepflanzt, als Einzelbäume. So stellen sie den Dorfmittelpunkt dar. Häufig finden sich Linden aber auch als Gerichtsbäume. Auch an Friedhöfen und Kirchen sind häufig Linden zu finden. Es gab aber auch die Tanzlinden, unter denen man sich versammelt hat, um gemeinsam Feste zu feiern. Unter den sogenannten Gerichtslinden wurden tatsächlich Urteile gesprochen und im Zweifelsfall wurden die auch gleich dort verhängt am Lindenast, Männlein an den Galgen. Als Tanzlinde und Mittelpunkt von vielen Orten gilt die Linde aber auch als Mittelpunkt von vielen Bräuchen und Festen und Feiern. Sie gilt als Schutz- und Glücksbaum. Schon bei den alten Germanen war die Linde heilig. Oft kam sie in Verbindung mit Quellen oder auch mit Brunnen vor. Im altdeutschen Kartenspiel von 1472 findet sich schon das Lindenblatt als Symbol für die Farbe Grün. Im deutschsprachigen Raum findet man auch unglaublich viele alte Lieder und Gedichte, die einen Bezug zur Linde haben. Am Brunnen vor dem Tore ist zum Volkslied geworden und nur ein Beispiel dafür. Auch in vielen deutschen Sagen spielt die Linde eine Rolle. So hat beispielsweise Siegfried, der Drachentöter, nachdem er den Drachen getötet hat und in dem Blut gebadet hat, ein Lindenblatt auf seine Schulter bekommen. Und das war die einzige Stelle, die von dem Drachenblut unbenetzt blieb und die ihn verwundbar machte. Die Linde taucht häufig in Verbindung auf mit Freude, mit Glück, mit Liebe, aber auch mit Frieden und mit Gerechtigkeit. Die Lindenblüten sind ganz beliebt für die Verwendung von Sirup, Gelee oder auch Marmelade. Wir können uns aber auch die Heilwirkung der Lindenblüten in Form von Lindenblütentee zunutze machen. Dabei ist es egal, ob man die Blüten von der Sommerlinde oder der Winterlinde sammelt. Häufig gibt es auch Mischformen und von der Blütezeit her sind die auch nur noch schwer zu unterscheiden. Die Lindenblüten sammelt man samt dem Hochblatt, was daran fest verwachsen ist, und man kann sie frisch oder getrocknet für den Tee benutzen. Die Linde riecht schon ganz süßlich, wenn sie blüht. Die ist auch immer voller Insekten, eine wahre Bienenweide und auch eine wichtige Futterquelle für die Insekten. Sie hat ein ganz tolles Aroma und der Lindenblütentee schmeckt auch einfach lecker. Ich mische mir die Lindenblüten ganz gerne in verschiedene Teemischungen mit hinein. Der Lindenblütentee wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Er wirkt auch richtig gut schleimlösend und lindernd. So kann er wunderbar bei allen möglichen Erkältungskrankheiten genutzt werden. Wenn man Fieber hat, wenn man Husten hat, wenn man Bronchitis hat, ist Lindenblütentee eine richtig gute Idee. Der Lindenblütentee kann auch benutzt werden als Einschlafhilfe durch seine beruhigende Wirkung. So ist er auch für Kinder empfohlen. Auch äußerlich kann man den Lindenblütentee, wenn er abgekühlt ist, anwenden zur Gesichtspflege, bei gereizter Haut, aber auch bei Rötungen. Bei juckender Kopfhaut kann man nach dem Haarewaschen die Haare nochmal mit abgekühltem Lindenblütentee spülen. Auch die Blätter der Linde sind essbar. Gerade wenn sie ganz jung sind, kann man sie richtig gut mit in den Salat geben oder auch wie Spinat zubereiten. Die jungen Lindenblätter kann man auch klein hacken und mit aufs Butterbrot geben. Ja, die Linde, sie ist lecker, sie kann heilen, sie hat eine hohe kulturelle Bedeutung und lange Tradition. Gerade der Lindenbast ist schon bekannt, dass da vor über 5000 Jahren schon Schnüre, Seile draus geflochten wurden. Wir haben uns das Projekt auch mal gegönnt, den Lindenbast selber zu erzeugen, herzustellen und ihn zu verwenden. Wir haben aber auch schon mit Linde erfolgreich Feuer gebohrt, so kleine Bushcraft- und Survival-Experimente. Wer Lust hat, in diese Projekte nochmal reinzuschauen, findet die Links in der Videobeschreibung.
Auch ein Video von der Ernte und der Trocknung der Lindenblüten gibt's bereits auf Roccos Kanal. Das verlinke ich euch auch nochmal unten. Falls ihr noch interessante Informationen zur Linde parat habt, lasst sie uns doch gerne in den Kommentaren miteinander teilen. Ich hoffe, auch heute war wieder etwas Interessantes und Neues für euch dabei. Morgen geht's weiter mit einer Heilpflanze mit dem Buchstaben M. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!